ganz herzlich willkommen zu einem neuen Back-to-School-Video. Und zwar, wie ihr sehen könnt, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe es euch ja versprochen. Und zwar habe ich heute Laura hier vom Kanal LaurenCocoXO. Und wir drehen heute zusammen ein Back-to-School-Video. Und zwar zeigen wir euch heute jeweils auf unseren Kanälen 10 Dinge, die Mädchen in ihrer Schultasche, bzw. Unitasche oder Ausbildungstasche, ihr wisst schon, danke, in eurem Rucksack haben könnt. Bei Laura wird es danach die nächsten 10 Sachen geben. Ihr Video wird dann unten in der Infobox für euch verlinkt sein. Ihr kennt das ja schon. Und dann würde ich einfach sagen, los geht's. Also das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist dieser total süße Rucksack hier. Ja. Ich habe den zugegeben erst gestern gekauft. Ich wollte unbedingt einen neuen haben und Laura hat auch schon gesagt, dass sie ihn richtig süß findet. Ja, mit den Strassperlen hier, ja, vor allen Dingen. Für so College-Blöcke und so ist der echt toll. Der hat 15 Euro gekostet und ich habe den im Primark gekauft. Mein Rucksack seht ihr auf meinem Kanal, in meinem Video. Aber ich fange direkt erstmal an mit der ersten Sache. Und zwar habe ich hier diesen coolen Locher zum Mitnehmen. Also das ist so ein mobiler Locher für unterwegs. Den finde ich super, super nützlich und den hätte ich in der Schule echt sehr gut gebrauchen können, weil wir kennen das ja alle, die meisten Lehrer lochen eigentlich die Arbeitsblätter nie und deswegen, bevor man sie dann hässlich da selbst irgendwie reinfummelt, ist es doch wirklich sehr, sehr gut, wenn man so einen Locher dabei hat und außerdem kann man sich damit auch bei Freundinnen sehr beliebt machen. Auf jeden Fall, so ein Ding brauche ich auch unbedingt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Nein? Also nein, ich finde, das wird mein Leben verändern einfach. Okay, meine erste Sache, die ich euch zeigen möchte, das ist dieses sehr nützliche Ding. Und zwar ist das von Pons und das ist so eine Tabelle mit typischen Fehlern. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Also das ist jetzt für Deutsch, aber das gibt es auch für Englisch, für Französisch und auch als Grammatik. Und diese Teile kosten 5 Euro, bekommt ihr in der Buchhandlung oder ich habe es jetzt über Amazon bestellt. Die dritte Sache ist natürlich ein Etui, darf natürlich nie fehlen. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal dieses hier zeigen, weil ich das so, so süß finde. Und irgendwie hatte ich früher immer nur so hässliche Etuis, weiß auch nicht. Aber jetzt freue ich mich richtig, in die Uni zu gehen mit so einem schönen, mit dem Blümchenmuster hier drauf. Das habe ich von Herlitz, aber das habe ich bei Amazon bestellt. Und ja, ich finde es auch ganz cool, weil das eine bisschen andere Form hat. Also ist mal was anderes auf jeden Fall. Die nächste Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, befindet sich hier drin. Das sind Deo-Tücher. Und Laura meinte gerade, sie kennt die gar nicht. Nee. Deswegen, vielleicht kennt ihr die auch nicht. Und vielleicht, ich kenne nur diese normalen kleinen Sprühdeos so für unterwegs. Ja, genau. Aber das finde ich vielleicht sogar noch praktischer so für die Schule. Weil, auch hygienischer. Ja, also das sind wirklich so Einmaltücher und die sind sehr, sehr klein. Also sogar kleiner und praktischer vielleicht zu verpacken als diese Mini-Sprühdeos. Kennt ihr das nach dem Sportunterricht, wenn sich alle mit ihrem Deo einsprühen und es anfängt in der Kabine einfach so krass zu riechen nach 1000 verschiedenen Deo-Arten. Ja. Und ja, damit seid ihr sehr sozial, wenn ihr sowas benutzt. Und dann wollte ich euch noch so Haftnotizzettel zeigen. Die habe ich jetzt bei Teddy gekauft. Gibt es aber, glaube ich, auch im 1-Euro-Laden. Aber ich finde, bei Teddy haben sie wirklich aktuell sehr, sehr schöne Schulsachen. Das nur so nebenbei. Aber die finde ich sehr cool, weil die so ein bisschen außergewöhnlicher sind mit dieser Pfeilform. Mal was anderes auf jeden Fall und dann auch noch in diesen schönen Farben. Die kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen und ich persönlich, ich mache mir irgendwie in alle Bücher oder Hefte immer ständig solche Zettel, weil das auch einfach wirklich irgendwie motiviert, da öfter reinzugucken. Ja, wenn alles so bunt aussieht und so, auf jeden Fall. Also, meine nächste Sache sind diese kleinen Textmarker. Und die gibt es sogar mit Duft. Also ernsthaft, der Stift riecht am Ende so nach Früchten und nach... Oh mein Gott. Ja, also es ist super lustig und die sind halt total platzsparend. Und wir hatten ja gerade das Thema so Dinge markieren und bunt machen und so. Und das ist jetzt im Vergleich dazu halt so eine normale Größe von dem Textmarker. Das siebte Produkt kommt aus der Drogerie und zwar sind das hier von Essence, diese Oil Control Paper, All About Matte. Die gibt es aber auch von anderen Marken und ich glaube, viele von euch kennen die schon, aber es gibt bestimmt auch noch ein paar, die noch nicht kennen und weil das für mich wirklich absolute Lebensretter mittlerweile geworden sind, wollte ich die auf jeden Fall in das Video reinpacken. Und zwar sind das so kleine Papierchen, die da drin sind, die zieht ihr einfach raus. Und das funktioniert so ähnlich so wie Backpapier, so sehen die aus. Und die legt ihr auf eure Haut und dann drückt ihr die kurz fest und dann ist euer ganzes überschüssiges
Hautfett an den Papieren dran und nicht mehr auf eurer Haut und ihr seid nicht mehr so am Glänzen. Mein nächstes Teil sieht, ich glaube, auf den ersten Blick total unspektakulär aus, ist halt ein Schnellhefter, aber ich weiß nicht, ob ihr das so besonders findet, ich finde es irgendwie total cool. Und zwar hatten wir doch gerade auch schon das Thema, hatte Laura ja gesagt, dass Lehrer total häufig vergessen, die Blätter zu lochen und so und dann, ja, hat man ein Problem. Aber, wie ihr sehen könnt, die Blätter sind alle nicht gelocht. Und zwar kann ich die einfach in diesen Schnellhefter reinschieben. So. Und dann drücke ich diese Klemme hier oben einfach runter. Und dann, das ist cool. Ja. Dann halten die Blätter trotzdem hier drin. Also ich finde es echt cool, vor allem dann, wenn man halt kein Locher dabei hat. Ja, oder wenn man irgendwelche Arbeitsblätter oft rausnehmen muss. Und mein letztes Produkt für dieses Video sind einfach Tempos. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ihr habt nicht so oft Schnupfen und ihr braucht keinen Tempos, kann ich euch sagen, eure Freundinnen oder irgendwer aus eurer Klasse, der wird garantiert Tempos brauchen. Und Wenn ihr dann diejenige sein könnt, die dann sagen kann, ja, ich habe Tempos, dann kommt das sehr gut an und alle freuen sich darüber. Vor allem, wenn es auf dem Klo mal kein Klopapier gibt. Oder so, genau. Dann könnt ihr das schnell einer Freundin rüberschieben oder selbst benutzen. Ja. Tempos dabei zu haben, ist nie verkehrt. Mein letztes Teil für dieses Video ist ein kleines Büchlein. Und zwar ist das eine Sache, die eigentlich jeder machen kann und die super schnell gemacht ist und die am Ende so viel Freude bereitet. Und zwar könnt ihr hier einfach, wenn euch gerade langweilig ist im Unterricht, solltet ihr natürlich nicht machen, aber ihr wisst schon, dann könnt ihr einfach so Dinge reinschreiben, lustige Dinge, die zum Beispiel passiert sind, die ein Lehrer gesagt hat, die ein Mitschüler gesagt hat und dann habt ihr am Ende vom Schuljahr einfach ein kleines Büchlein mit so vielen Erinnerungen. Oh, und das ist richtig cool. Ja. Also auch fünf Jahre später oder so. Ja, ja, genau. Oder wenn man irgendwann mal Klassentreffen hat oder seine Abi-Zeitung oder sowas schreiben möchte. Also das ist echt einfach witzig, immer wieder dann so reinzugucken und zu schauen, was war vor 2 Monaten und so. Okay, und das waren die ersten 10 Sachen. Und wenn ihr noch die nächsten 10 Sachen sehen wollt, die man unbedingt in seinem Rucksack, in seiner Tasche, was auch immer, haben muss, oder zumindest was wir da haben, dann klickt einfach auf Lauras Gesicht oder auf den Link unten in der Infobox. Da ist praktisch Teil 2 von diesem Video verlinkt, wo wir auch zusammen nochmal über unsere Sachen quatschen. Also schaut auf jeden Fall bei Laura vorbei. Und ich habe jetzt am Ende auch noch eine kleine Überraschung für euch, und zwar eine Verlosung. Und zwar könnt ihr da gewinnen eine Gutschrift von PayPal im Wert von 300 Euro. Und was ihr dafür machen müsst, steht alles unten in der Infobox, falls ich irgendwas vergesse zu sagen. Aber ihr müsst auf jeden Fall über 18 sein. Keine Sorge, es wird auch noch eine zweite Verlosung für die Jüngeren von euch geben. Und was ihr dann machen müsst, ist euch einen PayPal-Account zulegen, es sei denn, ihr habt schon einen. Und dann schreibt ihr mit diesem Accountnamen eine Mail an eine Mailadresse, die ich euch halt unten in der Infobox verlinkt habe. Falls ihr PayPal nicht kennt, ich glaube, das kennen die meisten schon, aber das ist ein Online-Bezahlsystem. Ihr könnt euch da ganz kostenfrei ein Konto zulegen und es ist halt sicherer als normales Bezahlen im Internet. Und ihr habt da auch noch so andere Features wie zum Beispiel Käuferschutz und sowas drin. Und für die zweite Verlosung, für diejenigen von euch, die halt jünger sind, weil die da leider nicht mitmachen können, schaut einfach auf meinem Instagram-Account vorbei. Da werde ich euch auch alles in der Infobox zuschreiben. Und da wird es dann eine zweite Verlosung geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in Lauras Video wieder. Ciao, macht es gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.